Völlige Eskalation bei den Regierenden. Die SPD, sie ist von allen guten Geistern verlassen. Olaf Scholz hat sein erstes Statement abgegeben und zugegeben, dass er schlecht beraten ist. Zeitgleich kommt Katharina Barley um die Ecke und behauptet, für sie gelten eigene Gesetze. So viel Verhöhnung des Staates und Delegitimierung des ganzen Systems habe ich selten erlebt. Aber ich habe heute die ganzen Videodetails für euch mitgebracht. Und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Ich weiß nicht, was ihr zuerst sehen wollt. Ich vermute mal Olaf, denn das mit Olaf, das ist relativ schnell abgehandelt. Und zwar hat er hier Folgendes gesagt. Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Oh, die erste Selbsterkenntnis. Das Wahlergebnis war für alle drei Regierungsparteien schlecht. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen will. Keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen würde. Und was macht Olaf Scholz? Er spult Programm ab, ganz normal, Staatsbesuch am Montag, heute wieder Aufbaukonferenz mit Herrn Zelensky und so weiter und so fort. Wo er hier von der Tagesordnung abweicht, ja, das bleibt sein Rätsel. Aber wie sagte er, keiner ist gut beraten, der jetzt einfach zur Tagesordnung übergehen würde. Ja, Olaf, du bist auch nicht gut beraten. Du bist schlecht beraten. Und ich frage mich, wann sie dir endlich die Wahrheit sagen im Willy-Brandt-Haus, dass du dein Täschchen packen sollst, keiner will dich mehr hier haben. Aber er hat noch ein paar Sekunden weitergesprochen. Schaut zu. Gleichzeitig geht es aber auch darum, dass wir unsere Arbeit machen, dafür zu sorgen, dass unser Land modern wird, dass es vorankommt und im Übrigen sich darauf vorzubereiten, dass die Zustimmung immer größer werden wird, sodass man auch bei der nächsten Bundestagswahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen kann und das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für die Arbeit hat. Das muss jetzt für alle der Maßstab sein, sich anzustrengen und die Aufgaben zu lösen, vor denen wir stehen. Leute, ich müsste mich eigentlich totlachen, wenn es nicht so peinlich wäre. Was hat denn dieser Bundeskanzler die letzten 2 Jahre gemacht? Anscheinend hat er nicht dafür gesorgt, dass unser Land moderner wird. Er hat nicht dafür gesorgt, dass unser Land vorankommt. Er hat auch nicht dafür gesorgt, dass die Zustimmung immer größer wird. Nein, sie wird immer kleiner. Aber das ist Mathematik, das ist Logik. Wahrscheinlich haben sie freitags alle fürs Klima demonstriert. Er möchte bei der nächsten Wahl die Ergebnisse dieser Arbeit zur Wahl stellen. Er will ernsthaft nochmal antreten. Olaf, Sätzen 6. Du bist nicht nur versetzungsgefährdet, die Versetzung ist ausgeschlossen. Boris Pistorius wird der neue Kanzlerkandidat der SPD. Darauf wette ich 5 Euro, bin ich mir sicher. Ich frage mich nur, wann es denn jetzt dann losgeht, wann es rauskommt und ob wir die EM noch Ruhe haben über allem oder ob während der EM diese Diskussionen wieder hochkommen. Er möchte das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger für seine Arbeit. Das Vertrauen hat er verloren und das wird er jetzt auch bis nächstes Jahr September nicht wieder gewinnen. Das muss der Maßstab sein für alle Arten. Leute, also selten so gelacht, aber wir haben noch Frau Katharina Barley und hier wird es schon fast kriminell. Wirklich schon fast kriminell. Hört mal kurz rein. Also zu der ersten Frage, da hat Europa eben auch seine eigenen Gesetze. Europa hat seine eigenen Gesetze, die nur für die SPD gelten. Also Frau Barley, tut mir leid, Sie wissen schon, was Sie mal für eine Ministerin waren, aber anderes Thema, Sie waren mal Justizministerin, aber ne, Justizminister der SPD haben Seltenheitswert und sie sind vom Aussterben bedroht, wenn man das so möchte. Ich zeige euch mal die Frage, die der Reporter Frau Barley gestellt hat. Ja, vielen Dank, Frau Barley. Ich würde gerne noch mal an der Frage des Kollegen Ismas zu ihrer politischen Zukunft anknüpfen. Sie haben ja jetzt zum zweiten Mal in Folge als Spitzenkandidatin das schlechteste Ergebnis der SPD bei einer bundesweiten Wahl eingefahren. Können Sie sich vor diesem Hintergrund überhaupt vorstellen, noch mal einen Spitzenposten im EU-Parlament einzunehmen, also den Posten einer Vizepräsidentin oder einer Präsidentin? Also zu der ersten Frage, da hat Europa eben auch seine eigenen Gesetze. Europa hat seine eigenen Gesetze, wenn es darum geht, Wahlverlierern einen Platz zu verschaffen. Und jetzt framed Katharina Barley hier die Situation noch zurecht für den Journalisten. Also die jetzige EP-Präsidentin kommt aus Malta und ihre Partei hat, glaube ich, die letzten, ich weiß nicht, wie viele Wahlen verloren. Also das ist ein eigener politischer Bereich, wo eigene Gesetze gelten. Ein eigener politischer Bereich, wo eigene Gesetze gelten. Sie hat ja angesprochen auf die Parlamentspräsidentin aus Malta, die Wahl verloren hätte. Fake News,
Frau Barley, Fake News, Desinformation und das von Ihnen als Mitglied des Europäischen Parlaments. Und zwar Metsolas Partei hat 42% der Stimmen in Malta geholt, so viel zum Thema Wahlverlierer, und damit 3 Sitze im EU-Parlament, das ist einer mehr als aktuell, so viel zum Thema die Wahlverlierer der SPD. Alle sind Verlierer, nur die SPD selbst nicht. Also Leute, SPD, ihr wollt das ernsthaft so durchspielen, das Spiel, gut, dann werdet ihr ungespitzt in den Boden gerammt, und zwar in den Boden des Nirvanas, in die Geschichte werdet ihr eingehen, als die Sozialdemokraten, die alle verraten haben in diesem Land, angefangen von der Ausweisung Adolf Hitlers, wo die SPD nicht dafür gestimmt hat, sonst wäre uns das Dritte Reich eventuell erspart geblieben, wir wissen es nicht, wir können nur spekulieren. Weitergemacht bei einer Innenministerin, Frau Faeser, die aktuell nicht in der Lage ist, die Sicherheit auf deutschen Straßen zu gewährleisten, und sagt von sich selbst, dass sie seit 2 Jahren alles dafür tut, dass die EM sicher wird. Wer 2 Jahre als Innenminister alles dafür tut und danach hofft, dass es sicher wird, hat alles gemacht, nur nicht seinen Job, und zwar die innere Sicherheit wiederherzustellen. Dafür ist ein Schließen der Grenze notwendig, hat man gemacht vor 14 Tagen. Jetzt ist die Grenze geschlossen zur Sicherheit der Europameisterschaft und danach wird die Grenze wieder aufgemacht. Genau mein Humor, Leute. Solange wir immer noch fast 500 bis 1000 tägliche illegale Grenzübertritte in dieses Land haben, könnt ihr euch nicht hinstellen und sagen, wir machen die Grenze wieder auf. Aber das ist Politik der Sozialdemokraten. Wen haben sie verraten? Uns alle. Uns wirklich alle miteinander, egal ob du viel Geld verdienst, egal ob du wenig Geld verdienst, ob du Rentner bist, ob du Student bist, es sind schon immer die Sozialdemokraten, die uns verraten haben in diesem Land, und die Leute, sie wählen sie trotzdem noch, sie wählen sie trotzdem noch, und dann wundert ihr euch, warum die AfD so viele Stimmen bekommt, ja? Sie haben jetzt im Osten ernsthaft gesagt, die AfD ist Wahlsieger in Sachsen, sie hat jede Kreistagswahl gewonnen mit 30-45%. Und sie sagen jetzt ernsthaft, sie haben Mehrheiten außerhalb der AfD. Und sie machen auch keine Mehrheiten mit der AfD. Wo ich mir dann die Frage stelle, wie lange wollen sie diese Ausgrenzung noch spielen? Eine Ausgrenzung, die 30-45% des Wählerwillens ignoriert. Ja? Was meint ihr denn, was bei der nächsten Wahl dann rauskommt in Sachsen? Absolute Mehrheit. Und dann seid ihr weg vom Fenster und dann wird Politik gemacht. Gegen euch. Denn wenn die AfD alleine dran ist, werden die Entscheidungen heftiger, denn sie muss ja gar keinen Kompromiss finden. Sondern sie können sich dann unter sich ausmachen, wer hier wirklich dann durchgreifen darf und wer nicht. Und jetzt, wo sie die Chance hätten, ihre Politik an die der AfD etwas anzupassen, um eventuell der AfD damit Stimmen zu nehmen, dann sagen sie, wir ziehen die Brandmauer hoch, Leute, hier oben. Also, ihr seid alle masochistisch veranlagt, ihr seid alle selbstmordgefährdet, ihr seid vor allem doof im Kopf. Tut mir leid, ihr seid richtig doof, ihr seid unintelligent, minder bemittelt im Kopf. Ja? Aber sowas ist in Deutschland in Amt und Würden. Frau Barley, man hat sich schon entsorgt nach Brüssel, wie man das so schön sagt. Sie haben heute nochmal gezeigt, warum Politiker aus Deutschland in die EU entsorgt oder verklappt werden. Sie sind nämlich politischer Giftmüll in unserem Land. Wie können Sie sich hinstellen und sagen, es gelten dort eigene Gesetze? Selbstverständlich gibt es eine Arbeitsordnung bzw. eine Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments, aber Sie formulieren das so, als gelten für Sie, Frau Barley, eigene Gesetze. Und für Sie gilt irgendwann nur noch ein Gesetz. Bitte hinten anstellen an der Schlange beim Bürgeramt. Beantragen Sie Ihr Bürgergeld. Ich glaube nicht, wenn Ihr Mandat zu Ende ist in Brüssel, dass Sie schon Anrecht auf die Minister- oder MDEP-Versorgung haben. Ich glaube nämlich nicht, dass man Sie nochmal zur Wahl stellt. Wer so heftig, wie hier der Reporter gesagt, zweimal die Wahl verliert, der kann einpacken, der kann gehen. Bei der SPD dauert diese Erkenntnis wohl so lange, bis man dann an der 5%-Hürde ist. Und bis die Erkenntnis dann da ist, ist man unter der 5%-Hürde. Selbst der stellvertretende Chef der Jusos hat sich hingestellt und gesagt, das Plakatieren von Olaf Scholz war ein Fehler. Frau Esken sagt, Herr Scholz ist nicht beschädigt. Frau Barley sagt, für sie gelten eigene Gesetze. Und vor allem, sie wollen keine Konsequenzen ziehen. Und dann müsst ihr damit leben, dass ihr im Erdboden der Geschichte bald versinken werdet. Die SPD, es war einmal eine sozialdemokratische Partei, die Interessen der Deutschen, der Arbeiter und vor allem der Niedriglohneinkommen verraten hat. Verraten haben uns die Sozialdemokraten. Ich trauere euch keine einzige Träne nach, denn ihr habt schon vor 1933 den Fehler gemacht bei Adolf Hitler. Und dann setzt sich Frau Faeser hin und sagt, die SPD stand schon immer auf der richtigen Seite der Geschichte.
Naja, anscheinend nicht. Ja, sonst wären so gewisse Dinge nicht passiert. Aber prüfen Sie mal weiter, ob Sie abschieben können nach Afghanistan. Vielleicht haben Sie es ja zu Ende geprüft, bis im Osten Landtagswahlen sind. Ich kann immer nur noch mal daran erinnern, es gibt täglich Abflüge ab allen deutschen Flughäfen mit Umstieg in Nahost nach Kabul. Ich habe sogar exklusives Material von den Grenzposten der Taliban bekommen. Ich habe Videoaufnahmen, wie deutsche Staatsbürger einfach einreisen nach Afghanistan. Die Bilder sind 5 Wochen alt. Es gibt jetzt sogar, also Leute, vielleicht machen wir mal ein eigenes Video dazu, wie die Taliban jetzt hier sogar den Tourismus fördern in Afghanistan. Es gibt jetzt YouTuber, die machen Reisevlogs aus Afghanistan, ja, und wir schieben nicht ab. Das ist Deutschland 2024. Schreib mir mal unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Like es am besten. Und wenn du den Kanal abonnierst, kannst du auch noch Telegram abonnieren. Dann verpasst du keine Benachrichtigung mehr. Damit bis bald.